Ernst Gneisser, wenn Sie nur ein Funken intelligenter waren, dann würden wir uns viel besser verstehen. Also Politik hat da mit Intelligenz nichts zu tun, da liegt man doch Sachzwängen. Politik macht man mit Gefühl, aber Sie haben ja keins. Also da bin ich aber auch anderer Ansicht. Ja, das ist ja nichts Neues. Ne? Ja, also ist ja wurscht. Der Schüttel und ich sind oft zerstritten. Nur meine Vernunft tut's dann wieder kitten. Weil Sie, Gneisser, wie ein Elefant beim Spülen. Na was? Holst Niedertramp in den Kaisermühlen. Ja, mit Ihnen, Schüttel, ist nix zum Reißen, weil Sie die besten Ideen nicht kneißen. Als Schwarz haben Sie halt kein Gefühl. Ja, vielleicht. Was ich als Roter machen will, naja. Ein Bezirksrat hat schwer, ein Bezirksrat hat schwer, ein Bezirksrat hat schwer, so viel schwer. Er muss jeden grüßen und überlachen, ja. Aber wenn er voll satt ist, er freundlichst sich machen, an jeden alles richten und abplanieren, sonst tat er ja glatt die nächste Wahl verlieren. Na, das ist klar. Sagen Sie, Schüttel, was ist Ihnen denn da wieder eingefallen? Was? Wann? Mir? Zu was? Na, zu der depperten Brücken, die was kein Mensch nicht braucht. Sie, Gneisser, waren selber damit einverstanden. Ja, aber nur weil ich glaubt habe, dass Sie... Hören Sie auf, wenn Sie was glauben, ist es immer eine Katastrophe. Ja, genau. Doch geht wer auf uns los, tut kritisieren, will uns Mandatare mit Dreck beschmieren. Da gibt's keine Würstel und Kapadon, dann dreht man wie Zwillinge in Aktion. Weil an Respekt, den bieten wir uns aus. Sonst schauen wir ja wie die Trottel aus. Wir haben alle zwei, da haben nix zu mögen. Ja, aber in Kaisermühlen, da spielen wir die Helden. Ein Bezirksrat hat schwer, ein Bezirksrat hat schwer, ein Bezirksrat hat schwer, so viel schwer. Er muss jeden grüßen und immer lachen, aber wenn er voll satt ist, ein freundliches Gesicht machen. Ja, genau. Ein jeden alles richten und abplanieren, sonst tat er ja glatt die nächste Wahl verlieren. Hab ich schon gesagt. Ernst Schüttel, sind wir nicht blöd, dass wir uns für die Leute anreißen? Dank hat man ja eh keinen. Meister, denken Sie doch an unsere Verantwortung vor der Geschichte. Vor wem? Glaubst du, der Alexander hat einen Dank gehabt? Welcher Alexander jetzt? Na, der Peter nicht, Alexander der Große. Den meinen Sie? Ein Bezirksrat hat schwer. Ein Bezirksrat hat schwer. Ein Bezirksrat hat schwer. So viel schwer. Bitte nicht mehr. Ja. Ein Bezirksrat hat schwer. Aus. Ein Bezirksrat hat schwer. Ich glaube, das wissen ein Bezirksrat hat schwer. Ja, so viel schwer. Und jetzt ein Bezirksrat hat ja so schwer. Sie machen sich überhaupt keine Vorstellung, wie schwer ein Bezirksrat es hat. So schwer. Na, ich glaube.